Hallo Modellbahnfreunde, ich darf euch zum vierten und vorerst letzten Teil meiner Modellbahnanlage begrüßen. Neben dem Fahrbetrieb werdet ihr auch nochmals ein paar Details erkennen können, bevor sich die Bahn im Nachtbetrieb zeigt. Auf eins sei aber an dieser Stelle hingewiesen: So gut wie sich die Züge fahren ließen, so soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die neuen Loks, wie zum Beispiel die BA50, die 52 oder die V60 sowie der kleine Schienesel Probleme auf den Standardweichen und Gleisen hatten. Ein Rangierbetrieb vor dem Bahnhof vom Gleis 1 bis Gleis 5 ist nicht ohne Unfall über die Gleise machbar. Um das zu realisieren, überlege ich, ob es nicht besser ist, die gesamte Anlage auf ein Modellgleis umzurüsten. Mir steht also eine schwierige Entscheidung bevor. Und ob ich sie zugunsten des Modellgleises getroffen habe, wird der Teil 5 irgendwann mal zeigen. Thank you.
So, das soll es dann mal gewesen sein. Der nächste Aufbau wird dann sicherlich, sagen wir mal, so im Spätsommer erfolgen. Na dann, viel Spaß beim selber basteln und bauen.